Dann noch als Anwendungsbeispiel die Determinante von einer 5-Kreuz-5-Matrix. Sie sehen hier, das ist eine Matrix, die ist relativ dankbar. Warum? Weil sie hat eine ganze Menge von Nullen dabei. Was bietet sich an? Entwicklung nach welcher Zeile oder welcher Spalte? Welche suchen wir uns raus? Wir suchen uns natürlich raus die vierte Spalte, weil da nur ein Eintrag von 0 verschieden ist. Die Determinante ist dann also 3 mal die Determinante von der zugehörigen Streichmatrix. Wobei, jetzt müssen wir noch gucken, wie das Vorzeichen für die 3 ist. Da fangen wir oben links an. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Also minus 3. Und jetzt mal die Determinante von der Streichmatrix. Ich markiere sie mal. Das ist dann also dieser Teil, dieser Teil, dieser und dieser. Und es ist klar, wir brauchen nur den mitzunehmen, weil hier überall Nullen stehen. Ich schreibe es also ab. Eins, drei, minus vier von dem linken Teil, 0 von dem rechten. Dann geht es weiter. 0, 4, 2, 9 von dem rechten Teil, 0, 2, 0, 3 vom rechten Teil, 1, 0, 2 und die 1. Nächster Schritt, die Determinante von dieser Streichmatrix. Ich schreibe das mal ab, ist gleich minus 3 mal und jetzt eine Klammer und dann Determinante von der Streichmatrix, die hier entstanden ist. Welche Zeile suchen wir uns raus? Ich denke mal, es bietet sich an, das jetzt hier nach der ersten Spalte zu entwickeln. Eine Zeile oder Spalte steht uns ja frei. Also, da haben wir nur 2 Einträge von 0 verschieden. Ist auch noch vertretbar vom Arbeitsaufwand her. Also, 1 mal die Determinante von der Streichmatrix, das ist dann 4, 2, 9, 2, 0, 3, 0, 2, 1. Das schaffen wir jetzt sogar so, ohne dass ich das nochmal markiere. Dann geht es weiter, 1 war ja plus, minus, plus, minus, einmal und jetzt die Streichmatrix, die hier übrig bleibt, 3, minus 4, 0, 4, 2, 9, 2, 0, 3. Weiter geht's. Jetzt müssen wir diese beiden 3-Kreuz-3-Matrizen berechnen. Könnte man natürlich mit der Regel von Sarü, aber das klappt auch in einem Rutsch. Also ich schreibe es ab. Minus 3 mal, Klammer auf, einmal, Klammer auf und jetzt kommt die Determinante von dieser 3-Kreuz-3-Matrix. Nach welcher Zeile oder Spalte entwickeln wir es? Na, nehmen wir doch einfach die erste Spalte. Dann steht hier 4 mal und jetzt die Determinante von der verbleibenden Streichmatrix. 0 mal 0 mal 1 minus 2 mal 3. Dann minus 2 mal Determinante von der Streichmatrix, 2 mal 1 minus 2 mal 9. Der dritte Eintrag in der Spalte ist 0, können wir also weglassen oder müssen wir nicht mehr ausrechnen. Damit die erste Matrix verarztet. Dann minus 1 mal und jetzt die Determinante von der zweiten Matrix. Da gibt es jetzt 2 Kandidaten, würde ich sagen, die Sinn machen. Letzte Zeile oder letzte Spalte. Wir nehmen mal die letzte Spalte. Also wird das danach entwickelt. 0 müssen wir nicht mitnehmen. Minus 9 mal jetzt Determinante der Streichmatrix. 3 mal 0 minus 2 mal minus 4 und dann
habe ich mich vertan mit dem Vorzeichen. Plus, minus, plus, minus. Nee, das war richtig. Minus 9. Und dann also weiter. Plus 3 mal Determinante von der Streichmatrix. 3 mal 2. Minus 4 mal minus 4. Eine Klammer zu muss noch dazu. Das, was jetzt rauskommt, rechne ich so aus, ohne das zu kommentieren. Raus kommt also minus 42 und das ganz ohne Taschenrechner.